Sahne besoffen, wie geht's? So, hier sind wir 22. Februar 2020, ja, wie man sagt. So, also ein bisschen Dinge zu erzählen heute. Also, die, damit euch vorgewählt und geredet zu sein. Da haben wir gesagt, hopp, haben schon eine Dusche und alles. Ja, Goldschnitt. Aber das Ganze war so abgestellt, das Stroß ist scharf, weißt du, beim Nachbar. Also, gerade Stroß aufgerissen. Ein Karimoin, ich kenne schon für nichts. Da haben wir gewartet, bis der, ja, fast. Bis nach der Dreh, dass man ein bisschen waschen konnte, das ist wie auf jeden Fall uns. Ein schönes Mann, weißt du. Und älter Mann in dem Mal ist halt in meiner Frau. Hat mir dann einmal gesagt in der Zeitung, der ganz wohl, weißt du, wie wir sammeln tun. Und einmal der Heine, sind die Frau jetzt einmal viel gestrickt für die Spitaler, für die Kinder und alles. So wie die Mami-Trikot vom Buben, ne. Und auch die Hüfer wollte, im Kasten voll. Und also da will ich nicht vorgeschmissen. Er gibt mir sie lieber und strickt Knoten dazu. Und Gischen Swiss macht eine gute Aktion und auch denkt, sind die Frau auf der anderen Seite jetzt. Jetzt haben wir gerade am Telefon gefragt, dann haben wir uns mal mit zwischen 2 und 3 auf einen. Und dann da wohnt, ja, wir sind auch den Parking bezahlen und ich war schon zu, das will ich holen. Ne? Sehe ich unbedingt, ich mache Dinge, ich in der Zeitung, auf einmal schon ganz ungeräusch wieder schalt. Also, jetzt haben wir den Namen gefunden am Telefon, Busch, weißt du. Aber Schweden kann sich drum und umfahren, weil. Aber ich habe umgekehrt schon ins Kalfurt. Und das will ich jetzt da nicht, weißt du. Aber ich bin froh, es ist nur selbst. Und wenn ich mal mit dem älteren Mann da und haben was auf erzählt. Und voilà. Bin da geklickt, wa? Jetzt will ich heim ein Stückchen Gas raus. Dann hole ich die Jungen auf der Arbeit. Und dann gehe ich schaffen. Hopp. Dann gehe ich die kurze Geschichte wie immer. Ich mache es gerade momentan ganz auf Elsassisch. Dann biete ich es übrig später. Von mir auf Elsassisch. Ich bin gespannt, genau, wie man sagt. Hopp, mach's gut. Und salut bis zum nächsten Mal.